So, diesmal muss aber... Ach, da ist schon das erste Viech. Weißt du, bei Minecraft würde ich dir eigentlich eher die Hellebarde empfehlen. Wegen des Abstandes, den du auch aufbauen kannst. Stimmt auch wieder. Oh, jetzt kommen natürlich alle wieder. Mach Wuchtschläge. Die sind auch sehr nützlich. Die Rechtsklick. Wie du siehst, können Minecrawler nämlich auch deine Schläge parieren. Press das, ihr Drecksviecher. Blut schmutzt ja hier. Mut. Und du hast sogar Erfolg damit. Oh je, Mene. Gar nicht mal so schlecht. Oh, mal ordentlich Tank reinhauen. Und schnell speichern. So. Boah, war das echt heftig. Ich glaube, ich habe nichts gesagt, oder? Ich muss mich so derbs konzentrieren gerade. Ja, ich habe ja auch nichts gesagt. Einige so kaum was gesagt. War so entspannt. So, das war's. Nee, ich wollte nicht, dass du kollabierst. Ja, dann ist ja gut. Hey, nett. Könntest du nicht auch Minecraft-Zangen jetzt entnehmen? Keine Ahnung. Oh, wieso wird es jetzt hier so dunkel? Ich will die Schwefelader hier ausplündern. Ja, du kannst jetzt erstmal schön viel Zeit damit verbringen, hier alles zu schürfen. Rede aber vorher nochmal mit Randall. Na, habe ich zu viel versprochen? Schau dir bloß mal die dicken Goldbrocken an. Was jetzt? Du gehst und machst den Rest der Mine klar und ich fange schon mal an, sie zu plündern. Die Rebellen in Okara brauchen starke Männer wie dich. Ja, verdammt, ich weiß das. Schon wieder eins von diesen Viechern. Oh Gott. Kann es sein, dass es irgendwie die gleiche Höhle ist wie bei dem Banditentypen? Ja. Da kann man auch sehen, die Welt von Gothic 3 ist zwar ziemlich groß, allerdings auch nicht sonderlich abwechslungsreich. Genau. In sehr, sehr vielen Fällen wurden die Entwickler dazu gezwungen, bestimmte geografische Verhältnisse oder Gebäudeobjekte zu kopieren, neu einzufügen. Okay. Dieser Leuchtturm, dieser Leuchtturmmodell auch. Von Kaptun zum Beispiel, den findest du dreimal insgesamt an der Küstenregion. Hm. Alles klar. Oh, ich habe eine Stärke dazu bekommen. Ja, Minecraft-Zange entnehmen. Schwefelbrocken. Nimm vor allem den Schwefel, vielleicht möchtest du ja später noch lernen, Feuerpfeile herzustellen. Aha. Echt heftig, was es hier für Kacke gibt. Ja, weißt du, du kannst jetzt hier jede einzelne Ader schürfen. Darum würde ich eigentlich empfehlen, jetzt einen Schnitt zu machen, ja, denn ich glaube nicht, dass es sonderlich interessant ist, zu sehen, wie du hier deine Bergbautätigkeiten unter Beweis stellst. Ja gut, dann mache ich das eben und dann sehen wir uns bei Randall wieder. Bis gleich. Die Mine ist sauber. Du meinst, es leben keine Viecher mehr, die uns stören könnten? Sehr gut, Junge. Jetzt können wir ungestört die Mine ausnehmen. Habe ich zwar schon, aber gut. Ich gebe dir 300 Goldmünzen. Gehst du jetzt nach Okara? Na schön. Ich gehe. Du passt in meiner Abwesenheit auf unsere Mine auf. Aber wenn ich zurückkomme, ist nicht die ganze Mine geplündert. Klar? Klar. Hust! Ich glaube, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ach gut, du könntest jetzt direkt nach Okara wieder gehen. Könnte ich. Kannst dich aber auch noch ein bisschen weiter umgucken. Weißt du, hier ist noch was? In der Richtung? Ob ich das meine? Ich weiß, wo etwas ist. Aber ich will es dir nicht sagen. Dreckiger. Ja, komm, ich weiß ja nicht, was deine Zuschauer jetzt davon halten. Wenn du am Anfang sagst, es ist ein Blind Let's Play, dann möchte ich das doch nicht irgendwie verwerfen.
Ja, das stimmt schon wieder. Bäh, was ist das denn für ein ekliges Geräusch von dem Ripper da? Ist ja widerlich. Kann man ziemlich gut jagen gehen auf dieser Ebene hier. Nein, das sind endlich ernsthaft drei Ripper. Ach du Kacke. Kommt her. Zap, zap, zap. Fress das hier. Und weg mit dir. Haha. Geilo. Ach, ist auch noch Truhen. Ist ja echt wunderschön hier. Die Biester haben dir jetzt natürlich auch eine Krankheit verpasst. Laber nicht, ach du Kacke, nicht schon wieder. So. Nicht wie beim letzten Mal, jetzt Gegengift. Das Gegengift brauchst du vielleicht ein anderen Mal nochmal. Oh, was war das okay, denn? Rückzug, Rückzug. Was war das? Du willst wissen, was das war? Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, finde es heraus und dann wirst du auch sagen, Rückzug. Ein Ogre. Gesagt, ein Ogre, das halte ich wirklich für sehr lustig. Kommen jetzt noch mehrere? Natürlich, die sind eigentlich so gut wie nie alleine. Oh, der ist alleine. Ah, aber dann ist komm, der Rest sie seiner sagen, Familie komm, noch da hinten. Boah, die haben es echt drauf. Heftig, heftig. Hol ich gleich nochmal. So, jetzt aber. Ne, jetzt habe ich auch noch drei angelockt. Kacke. Sollte jetzt eigentlich fliehen, aber irgendwie faszinieren mich die Viecher hier. Aua, aua, aua. Okay, aber Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay, da lang geht's wohl nicht. Dann werde ich mich hier mal wieder nach Okara begeben und dann schauen wir mal weiter. Bist du sicher, dass du dich nicht noch hier weit umgucken willst? Jetzt denk mal genau nach, dass ich dir das sage, hat ja wohl irgendwie eine Bedeutung, oder? Dann vielleicht hier in diese Richtung. Nee, okay, so diesen Tipp gebe ich dir noch. Das ist wirklich das nächste, was du an Silden machen solltest. Alles andere ist dann wieder zu weit weg. Hier runter oder so? Nein, das ist zu nah an Silden. Hier? Vielleicht da rechts runter bei dem Thron. Glaubst du nicht, dass es ein bisschen blöd ist, wenn sie das da mit Randall so nah bei einem anderen noch machen? Keine Ahnung. Weißt du was? Halt mal einfach die Augen nach bestimmten Lagerfeuerlichtern auf. Also hier unten sind keine mehr, dann müsst ihr... Ist da oben vielleicht irgendwas? Oder da hinten? Da hinten ist da was. Da gucke ich jetzt. Da hinten ist was. Gut beobachtet. Vielleicht sollte man da mal vorbeigucken. Wow! Wow, ohne Akrobatik. Ich wäre fast abgefreckt. Ja, weil es mir auch jetzt erst aufgefallen ist, dass du nicht mal die ein Viertel voll hattest. Ich habe auch echt Herzstillstand fast bekommen. So, ach du
Scheiße. Ja, genau. Er ist ja noch so ein Bubi. Legt sich jetzt auch einfach so auf den Boden pennen. Was willst? Hey, Fremder. Hast du einen ordentlichen Schnaps für einen abgetakelten Schürfer dabei? Ich will mich besaufen. Hier ist eine Flasche Schnaps. Danke, Mann. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wer bist du? Ich bin ein heimatloser Schürfer. Mein Name ist Owen. Ich habe im Krieg alles verloren, was mir lieb und teuer war. Ich warte darauf, dass mich eine Ork-Patrouille einsammelt, um mich in die Minen zu schicken. Ich habe eine bessere Idee, als sich den Orks zu überlassen. Ja? Dann lass mal hören. Du schließt dich den Rebellen an. Okara ist nicht weit von hier. Okara? Ja, ich weiß, wo das liegt. Ist eine alte Eisenerzmine. Aber ich dachte immer, die sei verschüttet. In Okaras Mine wird immer noch gearbeitet. Na, was sitze ich denn dann noch hier rum? Ich gebe dir diesen Heiltrank als Dank von mir. Ich mag das Zeug sowieso nicht. Heiltränke mag niemand. Ist zu bemerken. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Teile wohl schmecken müssen? Wahrscheinlich irgendwie sauer oder so. Ich hätte jetzt eher gedacht, die haben so einen leichten Erdbeergeschmack. Ja, weil sie immer so rot sind, was? Ja. So, ich denke mal jetzt aber, könnten wir nach Okara zurückkehren, oder? Wenn du meinst... Ach, was jetzt schon wieder? Hier ist sicher noch einer. Ja, ne? Was glaubst du wohl, warum ich das sage? Hier bei den Ogern hier vorbei, oder was? Nein, die Oger, die sind jetzt nicht wichtig. Dann aber hier weiter. Speichere ich eben. Eieieiei. Ich finde da solche Quests, wo man überhaupt nicht weiß, ob hier doch einer sein könnte oder nicht, das finde ich dann immer ein bisschen strange. Wo man keine genauen Angaben hat. So ziellos rumzusuchen, dann denkt sich, man wird hier Zeit verschwenden. Weißt du? Na, was glaubst du denn, wie das ist, wenn du es mit irgendwelchen verwirrenden, verwinkelten und gefährlichen Locations wie Nordmar zu tun hat? Oh Gott. Was? Ich hab das schon bei. Na gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob du eine Vorstellung davon hast, wie es in Nordmar eigentlich aussieht. Oh, ich gehe gerade Richtung Gotha. Gehst genau in die falsche Richtung, das hast du genau richtig erkannt. Weißt du was, geh einfach mal nach Norden von hier aus. Erinnerst du dich noch an die garstigen Schattenläufer? So, jetzt habe ich dir aber einen Tipp gegeben. Oh je, wo war der denn jetzt einmal? Der war auf dem Weg von Dingens nach Dingens. Und irgendwie ziehe ich gerade... Ja, los, komm. Das schaffst du. Nee, die liebe Natur ist ein Hindernis. Die liebe Natur. Ist der hier irgendwo der garstige Schattenläufer? Ich bin mir gerade ziemlich... Aua! Unsicher. Bin ich hier in so einen Spalt gefallen. Oh Gott, nein, nicht diese Musik. Vielleicht scheiße ich mir in die Hosen, ey. Vielleicht solltest du einen Bogen nehmen, um mit ein bisschen weitsichtiger zu sein. Stimmt. So, guck nur mal auf der Karte. Ja, also du bist jetzt, sagen wir mal so, du bist jetzt hier ganz in der Nähe bei den Schattenläufern. Ah, ich weiß ja, der Typ will gerade den Schattenläufer jagen. Mal wetten. Du sagst natürlich nichts. Ja, so wird es ja wohl sein. Ein Lagerfeuer, Verlassen. Ah ne, hier wurden die Wölfe gemetzelt, aber das ist doch ganz in der Nähe von dem, was du doch... Ja, ganz genau, hier. ...Fuß entlang gegangen bist. Bösartiger Ripper? Oh, ist das nicht irgendein Hinweis? Nein.
Schau dich mal genau um. Muss doch irgendwo ein motherfucking Lagerfeuer sein. Hirsch. Oh je, nicht, dass wir jetzt hier bei der Burg sind mit den Untoten. Nein, das ist, dann bist du genau in die falsche Richtung gelaufen, aber das da hinten sieht doch wohl irgendwie interessant aus, oder? Ja, was ist denn das? Das sollte man sich wohl mal aus der Nähe anschauen. Ist ein Lagerfeuer, aber... Ja, wieso hast du Angst, dass da irgendwas Gemeines ist?